Hallo liebe Hertie und E-Mobility-Fans, heute stellen wir euch das Luboard des Herstellers SoFlow vor. Das über Kickstarter bekannt gewordene Luboard hat den Red Dot Design Award 2017 gewonnen. Das Luboard ist eines der leichtesten, kompaktesten und zugleich schnellsten Elektroskateboards der Welt. Trotz dieser kompakten Größe hat es eine beachtliche Reichweite, welche der Hersteller in der Top-Version des Lu 3.0 mit bis zu 30 Kilometern angibt. Das Luboard gibt es außer, wie hier zu sehen, in Schwarz, noch in drei weiteren Farben, und zwar in Rot, Blau und Violett. Ursprünglich gab es das Luboard in drei verschiedenen Versionen, das Lu 1.0, das Lu 2.0 und das Lu 3.0. Was wir hier für euch ausgepackt haben, ist das Lu 1.0. Wir haben aber auch einmal noch das Lu 3.0 für euch vorbereitet, welches ihr hier seht. Die optischen Unterschiede direkt, was man sieht, das Lu 1.0 hat den Motor nur auf einer Seite, das Lu 3.0 hat auf beiden Seiten einen Motor. Außerdem ist das Deck bei dem Loop 1.0 aus Polyurethan, bei dem Loop 2.0, wie man sieht, aus sehr schönem Kohlefaser. Das macht das Board natürlich auch sehr viel leichter. Zu den Daten der Luboards. Die Luboards haben beide eine Länge von 50 cm, eine Breite von 25 cm. Beide sind wasserresistent mit einer IP45-Zertifizierung. Das Lu 1.0 hat eine angegebene Höchstgeschwindigkeit von 28 km/h. Der einzelne Motor bringt eine Leistung von 1,5 Kilowatt. Der Lithium-Ionen-Akku hat 36 Volt und hat eine Leistung von 2,2 Amperestunden. Das Gewicht des Boards beträgt 4,8 Kilogramm. Mit dem Board ist es möglich, eine maximale Steigung von 12 Grad zu bewältigen. Zum Lu 3.0. Das Lu 3.0 hat durch zwei Motoren eine Leistung von 3000 Watt. Das ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 35 km/h. Das Gewicht bei diesem Board beträgt 5,3 Kilo. Und es kann eine Steigung von bis zu 20 Grad bewältigen. In unserem Praxistest beziehen wir uns heute auf das Lu 3.0 mit dem schicken Carbon-Deck. Zu der Fernbedienung lässt sich Folgendes sagen. Die Fernbedienung hat auf der Rückseite zwei Modi. Den Fahrmodus 1, dieser ist für Anfänger geeignet, bei dem ist es eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h zu erreichen. In dem Fahrmodus 2 wird die volle Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h freigeschaltet. Um das Board zu aktivieren, muss einer der Motoren eine volle Umdrehung hinter sich haben. Damit ist das Board an. Betätigt man danach den Hebel nach vorne, beschleunigt das Board. Zieht man ihn nach hinten, bremst das Board. Auch ist es möglich, durch einen Knopfdruck in der Mitte die Fahrtrichtung des Boards nach hinten umzudrehen. Ein weiterer Vorteil des Lu-Boards ist, dass der Akku des Boards in 2 Stunden aufgeladen ist und das Board wieder fahrbereit ist.
Als Fazit lässt sich zum Lubot sagen, dass es durch seine enorme Leistung in seinem kompakten Gewand quasi ein alternativloses Konzept ist. Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Starke Motoren, ein kleines Gewicht, ein kleines Board, aber dennoch eine sehr hohe Reichweite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Ansehen des Videos. Lasst bitte gerne ein Like und einen Kommentar da. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim Einkaufen. Bis zum nächsten Mal.